Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Soweit alles okay. Ist auch noch nicht viel passiert. Außer ein paar Felder. So, jetzt geht's wieder. Ein paar Felder, die ich noch dazu gesetzt habe. Hier. Und Moin zusammen. Kommt zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Hat sich noch nicht viel getan. Ich habe nur ein paar Felder noch eingesetzt hier für den Bauernhof. Da sind die gerade dabei, die Bäume zu entfernen. Warte jetzt darauf, dass der Handelsposten fertig wird. Und das ist dann auch gleich das richtige Thema. Und zwar unser Cash. Ist vollkommen richtig, darauf zu achten. Mir das mal angeschaut. Das nervt echt. Das Hin- und Hergeblitze. Also ich achte wirklich darauf, diesmal, dass wir nicht zu viel Schuld machen. Und aus dem Grund werde ich auch noch keine Tiere kaufen. Sondern ich werde erstmal versuchen, durch Handel wieder zu Geld zu kommen. Und da irgendwie dieses Minus wieder abzubauen, was wir da haben gerade. Bitte mal schneller machen, wie immer. Es fängt jetzt langsam an, dass die Leute das Essen vermissen, was sie gewohnt sind. Ich habe nur noch Fische auf dem Tisch. Wir haben auch wirklich nicht mehr viel. Wir haben echt nur noch was? Oh, das ist aber sehr wenig. Das ist aber wirklich wenig. Schätze mal, es kommt dann das erste Mal, dass die Leute wegziehen werden. Die scheinen hier noch was im Haus zu haben. Kartoffeln, Mehl, Mehl, Fisch. Bald ist wieder der Winter vorbei und dann geht das mit der Ernte weiter. Aus diesem Grund habe ich aber auch noch mal Felder neu zu setzt, sage ich jetzt mal. Um so ein bisschen diesem Nahrungsmangel entgegenzuwirken. Blumen. Werde wahrscheinlich auch erstmal wieder Sonnenblumen kaufen, statt einer Ölwerkstatt zu verarbeiten. Und das als Geldquelle nutzen. Sonnenblumen. Oder vielleicht Sonnenblumen und Sonnenblumenöl. Ich muss es dann nur aus dem Geschäft raus. Mal gucken, vielleicht bringt das was, ich weiß es nicht. Es soll ja wirklich langsam gehen, dieses Mal. Und vernünftig. Ist nicht geblitzt, das ist schön. In unserer
Will aber auch nicht noch mehr. Erhöhen, sondern spare ich. Sehen. Ja, mal das Ding durchhalten. Das Buch. Ich habe auch als nächstes schon die in die Reihe gezogen nach dem Feld, dass wir gleich anfangen können. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen was einkaufen, sage ich mal. Also wir müssen ja schon zusehen, dass wir unsere Ortschaft halten, ne? Das ist klar. Wenn ich sehe, gut, dann können wir eventuell ein bisschen Weizen im Tausch für Sonnenblumenkerne kaufen oder bekommen oder so, dann mache ich das natürlich. Aber sonst nützt das ja alles nichts, wenn hier dann auf einmal die Leute ausziehen und wir stehen hier ohne Mitbewohner, dann ist das, dann war das nämlich alles für die Katze. Müsste ich dann ein paar Safe Games vorher schon Felder neu anlegen? Müssten jetzt alle wieder anfangen zu sehen. Das ist sehr schön. Machen Sie. Flüge haben wir ja noch nicht. Sagt, mit den Tieren ist es, da will ich mir wirklich Zeit lassen, weil das hat ja da letztes Mal unsere Kosten so explodieren lassen. Wir brauchen auch noch keine Kirche oder sowas. Oder ja, Friedhof auch noch nicht. Friedhof könnte man vielleicht bauen, aber ist nicht notwendig, so eine kleine Kapelle oder so eine Kirche, das brauchen wir jetzt nicht. Fünf Monate müsstest du noch aushalten und dann. Zweifel. Klappt. Noch viel. Also ich glaube, das ist egal, was es ist. Drei Nahrungsmittel auf dem Tisch reicht wohl aus, um das abzuwenden. Die haben nur Kartoffeln, wo auch immer die die her haben. Ja, da hatte ich noch mal eins. Das hatte ich, glaube ich, in der Folge auch gemacht. Doch, dann können wir das Feld auch. Sitz nehmen. Da soll Weizen nochmal angebaut werden, hatte ich gedacht. Jetzt nochmal wirklich. Letzte. Ja, es ist so echt Oberkante kurz vom Bürgeraufstand, glaube ich, hier gerade. Ich frage mich nur gerade, wo kriegen die dieses Zeug noch her? Ah, sie hat hier noch ein bisschen Buckwheat. Ein bisschen Mehl. Es könnte knapp werden, aber vielleicht schaffen wir das ja noch, dass die Leute nicht abhauen. Ich weiß nicht, wie lange die. Oh, jetzt. Macht das jetzt auch so?
Können Sie das nämlich noch bestellen? Und dann ernten wir da vielleicht sogar noch Weizen gleich von. Das sieht gut. Das besät. Das ist ja ein Hanffeld, das ist nicht so. Sonnenblumen, das liegt brach im Moment. Kartoffeln haben wir. Weizen hätten wir bei diesem hier dann. Die anderen beiden. Dieses hier ist auch nochmal Kartoffeln. Gut. Ja, ich hoffe, es bringt was. Wir werden sehen. Wir werden mal abwarten. Spätestens in der nächsten Folge werden wir es sehen. Ich habe es mal laufen lassen jetzt wieder eine Zeit lang. Ich hatte ein bisschen Zeit jetzt. Und. Also ich muss ehrlich sagen, es läuft so ganz gut. Es ist sehr entspannt, muss ich sagen. Oder kann ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen das hin, diese Nahrungsmittelknappheit. Ist das Ding fertig? Sonnenblumen können wir ja nicht verkaufen. Nur das Öl. Zählt das ja auch als Nahrungsmittel? Mal gucken. Wir werden sehen. Dann machen wir die Ölmühle doch gleich als nächstes Mal. Wir probieren das einfach mal aus. Mit ihm der Hanf hier, glaube ich. Nee, der Weber ist jetzt eher erster dran. Der hat nicht genug Hanf. Wir sind auf jeden Fall schon mal nicht mehr so hoch verschuldet, wie das damals war. Es ging ja rapide in den Negativen. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut und werde das mal laufen lassen. Und wenn die Ernte rum ist, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Händler ist da und ich werde jetzt ganz kleine Portionen mal kaufen. Ich habe jetzt schon gekauft das Mehl, Salo. Ob ich von jenen noch 50 mehr. Das sind ganz kleine Beträge, die ich mache. Es geht wirklich hier 57. Das ist wirklich nur, um jetzt die Kolonie am Leben zu halten oder die Ortschaft. Mache das jetzt mal einfach so. Sonnenblumen habe ich leider noch nicht im. Die wollten sie auch nicht kaufen. Ja. Jetzt Potato. Wir lassen das jetzt mal so. Und lassen das mal weiterlaufen. Dauert ja auch mal einen Moment, bis das ankommt. Werde hier mal das Salo. Chicken Meat nehmen und Salo eingeben. Ah, Salz könnten wir vielleicht noch kaufen wegen dem getrockneten Fisch. Da kaufe ich auch noch mal 200 Stück von. Mal gucken, wie viel das ist. 20. Ich glaube, das ist so in Ordnung.
Würde ich mal behaupten jetzt. Ich lasse es mal wieder auf schnell laufen. Hoffe mal, dass die Waren auch schnell zu uns kommen jetzt, dass die Leute nicht gleich abhauen. Ist jetzt schon Mitte Juni vergangen. 2 Monate noch und dann ist Ernte. Oder 1,5 Monate. August geht ja die Ernte los. Das wäre ganz knapp. Aber dann haben wir es doch noch geschafft. Das sind nämlich jetzt die letzten beiden Häuser. Ach, da sind die Waren, Gott sei Dank. Da, die letzten beiden Häuser sind nämlich jetzt umgesprungen und haben nichts mehr Vernünftiges. Was aussieht jetzt. Spannend, ob dich das jetzt beruhigt. Landet. Klar. Kein Mitarbeiter haben. Nein. Gut. Lassen wir es mal weiterlaufen. Der Hoffnung, dass die Eigenversorgung klappt. Das ist natürlich blöd, weil wir jetzt das bezahlt haben und nicht gekriegt haben, die Ware. Ne? Ärgerlich. Was? 2 Häuser sind um. Ach, das ist ja dumm. Schneiderin raus und die Leber. Juli, muss halt durch. Oder ist das alles vielleicht schon Ärger? Also ich muss sagen, im Gegensatz zu früher. Halten die doch noch ziemlich lange aus mit den wenigen Sachen, die sie haben. Hier möchte ich gehortet. Wir haben noch Kartoffeln. Was Ärgerliches, echt. Schade. Naja, gut, wissen wir Bescheid. Das nächste Mal kaufen wir erst, wenn wir jemanden in der Dings haben. Jetzt geht gleich die Ernte los. Haben wir geschafft. Ich lasse das mal weiter so laufen. Los. Zu. Kommt. Die Geduld haben die Leute, glaube ich, nicht mehr. Jetzt. Was ist das? Kartoffeln. Potatoes. Ach, nur Potatoes. Egal. Hauptsache ist was auf dem Teller. Jetzt müsste das auch dann gleich verschwinden. Also, das geht ziemlich schnell. Wir werden sehen. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen wirklich. Also ich würde sagen, wir brauchen noch einen zweiten Bauernhof. Den machen wir in der nächsten Folge.
Verkaufen? Nö. Ja, da kaufe ich jetzt aber mal nichts, weil das hat eh keinen Zweck. Könnten Holz. Aber das, ob wir das hinkriegen. Schaffen. Jo, jo, jo. Ein bisschen was eingenommen so. Weil so viel Holzkohle brauchen wir ja wirklich nicht. Machen wir mal 1000. Jetzt mal bei 1100 sagen. Der gute Mann nur noch kommen. Mehl wird produziert jetzt. Bisschen was in der Dings haben sie auch als Vorrat. Das ist sehr schön. Es ist nur ärgerlich, dass wir jetzt wirklich die Ware nicht annehmen konnten. Naja, vielleicht haben wir es wieder raus, wenn der Typ seine Kohle abholt. Ja, wie war da? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel wir einnehmen, aber. Weil der Händler da ist. Ja, Krise abgewendet. Ich denke, ich werde die Folge hiermit mal beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr wollt. Futterkrise ist abgewandt oder abgewendet worden, wie auch immer man das formulieren will. Ja, jetzt, na Gott sei Dank. Was bin ich froh. Ja, Kohle machen wir auch. Kohle machen wir mit Kohle. Und welch Wortwitz. Tut mir leid. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche mal einen Bauernhof mehr, weil wir müssen schon eine stabile Eigenversorgung haben. Sonst hat das kein. Das ist sonst zu riskant, würde ich sagen. Holt sich eine Kohle wieder ab. Ja, das ist gut. Kohle haben wir jetzt noch. 24.000, jetzt haben wir sogar noch mehr. Etwas wir einstellen konnten. Können die auch mal schalten, dann ein, zwei von denen. Gut, okay, so, Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.